deine Statistik wieder besser geworden ist oder wenn die Unfallzahlen besser geworden sind, in Hagen sogar, das haben wir gehört, über den Landesschnitt, also deutlich besser, dann heißt es aber nicht gleich, dass man fahrlässig sein sollte und jetzt sagen sollte, wir können jetzt wieder rasen und für die Polizei wahrscheinlich auch nicht, dass die Polizei sagt, okay, wir senken jetzt die Präsenz. Nein, auf keinen Fall. Es sind immer noch 558 Personen verletzt jedes Jahr. Dieses Jahr so wenig wie noch nie. Aber das kann uns nicht zufriedenstellen, davon 82 schwer. Und Geschwindigkeit hat nun einmal den Hauptanteil an den Folgen, an der Schwere der Folgen der Unfälle. Selbst wenn Geschwindigkeit nicht ursächlich und unfallauslösend ist, bestimmt Geschwindigkeit darüber, ob jemand leicht verletzt, schwer verletzt oder vielleicht sogar gar nicht verletzt ist. Und da werden wir weiter konsequent unsere Linie verfolgen, durch Verkehrsüberwachung das Geschwindigkeitsniveau in Hagen auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Denn das garantiert einen Verletztenrückgang und den werden wir auch weiter verfolgen.